Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Kallebach. LS22 steht mal wieder an und wir sind im Kreis Frühling und das ist jetzt schon eine kleine Weile her, einige Wochen. Und ihr habt euch aber gewünscht, wir haben eine Umfrage gemacht vor meinem Urlaub, welche Projekte sollen wir weiterführen, und ihr hattet euch gewünscht, die Kallenbach soll weitergeführt werden. Also geht's jetzt wieder los in unsere kleine Videoserie und hier das erste Video nach, ich glaube, fast 4 Wochen ist das jetzt schon her, dass wir auf der Kallenbach waren. Und ich muss mich selbst hier auch erstmal ein kleines bisschen wieder zurechtfinden, denn ich weiß noch, wir haben hier Gemüse geerntet, jede Menge Gemüse auf diesen 2 Feldern, die ich dann hier noch gekauft habe. Auf diesem Feld bin ich der Meinung, haben wir Gerste ausgebracht, das ist richtig. Und da müssen wir auf jeden Fall noch düngen, so wie wir auf vielen, vielen anderen Feldern auch noch düngen müssen, habe ich jetzt gerade festgestellt. Hier haben wir noch gar nichts gemacht, das haben wir nur abgeerntet. Da werden wir noch ein bisschen warten, denn finanziell müssen wir ein kleines bisschen aufpassen. Und ich denke, da werden wir dann im nächsten Jahr, im März oder April ist es, glaube ich, Soja ansehen. Denn hier haben wir zum Beispiel ja auch Weizen drauf, Gerste haben wir auch noch auf dem anderen Feld. Und ihr seht, auch hier müssen wir noch düngen, sonst sind die Ertragswerte sehr, sehr schlecht. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, deswegen stehen ja auch hier die Geräte, der Manitou und der Jung Heinrich, haben wir, glaube ich, hier in die Hütte tatsächlich rote Beete reingeworfen und das haben wir eingelagert, weil das wollen wir später verkaufen. Und jetzt muss ich mich auch hier noch ein bisschen orientieren. So, da laufen wir mal hier runter, springen mal kurz rüber, denn hier steht ja auch noch unser Krone-Anhänger mit jede Menge Material, nämlich mit rote Beete, die wir dann später verkaufen wollen. Das andere, weiß nicht, waren das Karotten oder Pastinaken? Ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht mehr ganz auf dem Laufenden, aber das soll auf jeden Fall später verkauft werden. Wie wir übrigens hier auch noch das ein oder andere Gerät verkaufen werden, denn ich habe mir gedacht, wir werden die Kallebach ein kleines bisschen umstrukturieren. Es hilft nicht. Nichts. Mit diesen größeren Geräten tun wir uns einfach schwer. Ich denke, wir werden generell nur noch Anbaugeräte verwenden hier auf dieser Map mit Traktoren, die wir praktisch so wie diese Geräte direkt anhängen können und nicht ziehen müssen. Außer natürlich Geräte wie dieses Fass oder unser Anhänger. Aber Saatgeräte, Gruber und Pflüge und so weiter, das werden wir wohl alles jetzt ein bisschen umbasteln. Wir haben da hinten noch die Spritze, genau. Und da haben wir noch Geräte wie unsere Ballenpresse. Die werden wir natürlich nicht aufgeben. Aber wie gesagt, die größeren Geräte werden wir, denke ich, auch gegen kleinere eintauschen. So, wir machen weiter hier auf der Map. Denn es gibt, wie gesagt, einiges zu tun und ich muss ein bisschen aufpassen, hier nicht über den Haufen gefahren zu werden. Wir sind, glaube ich, hier noch in der ersten Wachstumsstufe. Die Gerste haben wir, glaube ich, im letzten Monat erst ausgebracht. Deswegen haben wir jetzt auch kein Problem, wenn wir hier jetzt düngen. So, die Map muss ich aber einschalten, damit ich ungefähr sehe, wo wir hier langfahren. Denn wir werden jetzt hier mit Feststoff die Felder düngen. Yo! So, also wie gesagt, auf der Kallenbach soll es weitergehen in unserem Projekt. Dann haben wir ja uns auch ein bisschen neu sortiert, was die Sendezeiten angeht für die Streams. Donnerstags wird es also jetzt weitergehen auf der anderen Map vom Kalle, nämlich auf der Alteiche. Und am Montag haben wir ja ein neues Projekt mit der Oberschwaben vom Yogi gestartet. Also Montagstream Oberschwaben und der Donnerstagstream wird die Alteiche zunächst bleiben. Und die Videos machen wir hier auf der Kallebach. Yo! So, dann werden wir hier jetzt auf jeden Fall ein bisschen düngen, damit wir die Erträge für nächstes Jahr ein bisschen nach oben schrauben und wir natürlich auch gute Umweltbewertungsgummipunkte bekommen, damit wir hier ordentlich hoffentlich Asche machen. Denn wie gesagt, 43.000 ist jetzt nicht allzu viel, aber ich denke, damit kommen wir über die Runden, denn wir haben ja auch noch ein bisschen Silage zu verkaufen, wir haben ein paar Eier zu verkaufen und wir werden natürlich dann die rote Beete noch verkaufen, sodass wir dann zum Ende des Jahres ein bisschen Geld machen. Und dann haben wir ja noch unsere Kühe, wir haben Wolle mit den Schafen und ich glaube, das war es auch schon.
Denn Schweine haben wir jetzt mal nicht gemacht. Das hatten wir ja alles ein bisschen ausprobiert, um zu schauen, wie es denn aussieht mit dem Mist. Das Thema hat sich ja mittlerweile geklärt. Wir wissen jetzt Bescheid. Mistplatte nur bei den Kühen, nur am Kuhstall. Die anderen, ja, Tierställe soll man erst gar nicht mit einer Mistplatte ausstatten. Das wird nicht viel bringen. So, da sind wir erstmal soweit durch. Wir können zuklappen. Dann schauen wir mal. Ja, es sieht alles ein bisschen bescheiden aus, ne? Aber doch 85, ja, das ist jetzt ein Feld, da bin ich noch am Überlegen, ob wir das wirklich länger behalten werden, denn 89. Aber gut, die Ertragswerte sind einigermaßen, vielleicht machen wir da auch ein Grasfeld draus, müssen wir mal schauen. So, mit dem Favorit geht's weiter, wir werden nachtanken müssen, denn wir haben noch mehr Felder zu düngen. So, Dille, wir schauen mal ganz kurz rein, wie es hier den Kühen geht. Ja, fahren wir noch ein bisschen vor. So, einfach mal alles kontrollieren, mal schauen, wo wir stehen. So, Kühe, Stroh ist genügend drin, Wasser ist drin, Nahrung sollte auch kein Problem sein. Hier steht unser Lizard Truck mit dem mit der Güllespritze, mit dem Güllefass. Und hier haben wir, wie gesagt, Miste. Das ist die Mistplatte, die ich gesetzt habe, die ich hier platziert habe nachträglich. Und da kommt jetzt tatsächlich auch Mist an. Haben wir denn hier auch was drin? Ja, wir haben Stroh, wir haben Gras, wir haben Heu und das Gras. Lass mich mal gucken. Wir haben hier Gras. Ja, da haben wir einen Silageballen. Habe ich es mir doch gedacht. Dahinter nicht. Okay, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Silageballen haben wir ansonsten am anderen Feld. Am anderen Grasfeld. Und das soll also auch nicht das Problem sein. Die Silageballen sind soweit ready. Die können wir also bei Gelegenheit dann mal umschichten. So, jetzt fahren wir aber erstmal zum Händler. Und schauen zu, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen Material bekommen. Wir müssen noch Dünger einkaufen. Denn wir haben hier auf der linken Seite unser Grasfeld. Das müssten wir noch düngen. Das haben wir abgeerntet. Und dann natürlich unser neues Feld. Und ach ja, also wie gesagt, das Düngen haben wir, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt. Da müssen wir jetzt erstmal nachholen. Sehr schön. Ja. Und die neue Mini-Brunnen wird jetzt erstmal ad acta gelegt. Denn wie gesagt, ihr habt euch ja für die Kallenbach entschieden. So, Augenblick. Das dürfte Herr Bezit sein, oder? Ja, richtig. So, wir kaufen ein. Wir kaufen Augenblick Big Bag. Mineraldünger 1000. Mineraldünger 1920. Da scheint ja das Big Bag günstiger zu sein. Ja, und ist aber im Prinzip auch Mineraldünger, Kornkali. Ja, das spielt alles keine Rolle. So, ich überlege gerade, müssen wir gleich zwei nehmen, oder? Denn wir haben auf jeden Fall jede Menge noch zu düngen. So, was passt denn hier eigentlich rein? Ich habe gar keinen Plan. Ah, auf jeden Fall, ja, da passt doch einiges rein. Ja, dann kaufen wir noch einen. Dann kaufen wir noch eins. So, na. Denn da können wir gar nicht genug haben davon. Sehr schön. So, wo fahren wir lang? Wir fahren hier um das Fässchen rum. Nee, das geht gar nicht. Haha. Ja, okay. Dann hier einmal rückwärts. So, Delay. Und dann über den landwirtschaftlichen Weg hier einmal raus. So.
So, und dann hier aufs Feld. Dann werden wir hier noch ein bisschen düngen. Ja, Augenblick mal. Da machen wir jetzt mal die Hilfe wieder an. Nee, stopp. Die. Was spricht der? Wir müssen erstmal aufklappen aus volle Programm. Das volle Programm. Ja, das sieht so aus, als wenn das heute eine Düngefolge wird. Aber wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir hier gute Erträge erwirtschaften, auch um die Umweltbewertungen für die Felder und für den Umweltbonus nach oben zu bekommen. Ja, da müssen wir mal schauen, dass wir uns nicht übernommen haben mit den Feldern. Da haben wir nämlich, glaube ich, ja noch einige Felder dazu gekauft. Aber schauen wir mal, was uns die rote Beete bringt, denn wir haben natürlich die Erntemaschinen ja nur gemietet und die haben natürlich uns auch ein ganz schönes Loch hier in das Portemonnaie gerissen. Da wollen wir mal hoffen, dass das Ganze am Ende dann doch zu vernünftigen Preisen verkauft werden kann. So, da rennen auch schon wieder Schweinchen rum. Aber das ist ja der Viehhandel. Und ich bin mal gespannt, ob es da noch ein Update gibt, weil es hat ja wohl anscheinend auch ein paar Probleme mit den Eiern, mit den Eierpaletten, mit dem Spawnen am Hof. Und da soll es eventuell noch von der Kallenbacher ein Update geben, was das Thema Mist angeht. Da wird nichts passieren. Da muss man, wie gesagt, die Empfehlung des Mappers folgen oder der Empfehlung, und die besagt halt einfach, nur eine Mistplatte setzen bei den Kühen. So, jetzt haben wir es, glaube ich, das 10. Mal erwähnt. Denn viele von euch haben ja hier auch so wie ich ein bisschen getüftelt, probiert. Warum gab es bei den Schafen keinen Mist? Warum gab es bei den Schweinchen keinen Mist? Ja, bei den Schafen ist sowieso ein bisschen ein Thema, ne? Also haben wir überhaupt irgendwo Schafe mit Mist, aber die brauchen ja, glaube ich, teilweise auch Stroh. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal vorbeispringen und schauen, wie da der Stand ist und was sich da mit der Wolle tut. So, dann haben wir hier gedüngt. Sehr schön. Dann fahren wir gleich zum nächsten Feld. Okay, dieses Feld müssten wir, glaube ich, auch kalken, oder? Ja, okay, pH-Wert geht einigermaßen. Ja, das war eine ganz schöne Arbeit, muss man sagen. Das war eine ganz, ganz schöne Arbeit hier mit den Erntemaschinen. Wir haben ja hier verschiedene genommen und dann hier wirklich das Gemüse wieder einzusammeln. Also wenn ihr mich wirklich mal gequält sehen wollt, dann dürft ihr euch gerne die Folgen anschauen. So. Ja, jetzt schauen wir mal. Ja, natürlich volles Programm. Auch hier. Da müsste jetzt was drauf sein. Ich glaube Weizen. Ich hatte ja ursprünglich überlegt, ob wir mit der Spritze hier düngen sollen. Aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen gefrett. Deswegen nehmen wir jetzt doch hier den Streuer, mit dem wir ja auch kalken können. So, da drüben liegen unsere Silageballen. Die sind auch soweit. Die können wir also benutzen. Im Oktober. Die Sonne steht schon, glaube ich, ein bisschen tief. Aber wunderschön. Ja, und wie gesagt, wir werden hier ein kleines bisschen umstrukturieren. Ich denke hier dann doch mehr auch auf kleinere Traktoren gehen, kleinere Maschinen, so wie es eigentlich auch angedacht ist vom Kalle. Denn die Map soll ja hauptsächlich gedacht sein eben für das kleinere Gerät.
Und da müssen wir dann tatsächlich auch in die Richtung gehen. Wir haben ja festgestellt, die Unterstände sind teilweise dann doch ein bisschen niedrig, um mit größerem Gerät hier wirklich hantieren zu können. So, da machen wir noch eine Bahn. ...30% sind noch drin. Ich denke, er wird jetzt gleich weiter streuen, genau. Ja, die Ecke da rechts, die lassen wir mal außen vor. Und dann schauen wir mal, was wir hier für einen Ertrag zu erwarten haben. Ah, okay, 118. Ja, okay, warum nur 118? pH-Wert vermutlich, weil wir nicht gewalzt haben. Naja, okay, ein paar Prozent gehen uns hier flöten. Wir machen hinten zu. Dann fahren wir mal ganz kurz zu den Schafen und schauen mal, wie da der Stand ist. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, wenn wir hier rumfahren, dann kommen wir bei den Schafen vorbei. Wie gesagt, ich muss mich hier jetzt auch erstmal wieder ein kleines bisschen orientieren. Okay, hier sind die Pferde. Und dann geht es jetzt hier ein bisschen hoch. Serpentinenmäßig, hätte ich beinahe fast gesagt. Huch. Hat ja ganz schön Zug drauf hier. Der Fendt. So, okay, das sind die Wiesen. Ja, und jetzt sind wir sozusagen oben am Berg und können aufs Dorf runterschauen. Und da oben müssten eigentlich ja der Schafstall oder die beiden Schafställe sein, genau. So, jetzt ein bisschen Vorsicht, 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 Verkehr. Oh, eine Ente. Ja, und es ist immer das Gleiche hier mit dem. Bis der mal durchgeschaltet hat, ist der Verkehr wieder da. Okay, so, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie es hier aussieht. Ah, sehr schön. Also, die erste Wolle ist da. Okay. Dann haben wir hier was drin. Nee, hier haben wir nichts drin. Da müsste man, glaube ich, bei Gelegenheit mal das Gras hier rüberbringen. So, hier ist 5600 drin, 100%. Das passt. Und hier gibt es, glaube ich, da müssen wir auch Wasser herbringen. Genau. Und auch hier 5 Tierchen, 100%. Jetzt ist nur die Frage, wo kommt denn hier die Wolle an? Ah, die Wolle ist hier. Okay, hervorragend. Wir haben uns wieder mal ein kleines bisschen orientiert hier auf der Kallebach. Und jetzt sind wir wieder dabei und können wieder hier voll loslegen. Wie gesagt, wir werden hier ein kleines bisschen unsere Strategie wechseln, was die Geräte angeht. Und wir werden auch, ich glaube, ein bisschen kleinere Brötchen jetzt hier auf dieser Map backen. Dafür haben wir ja unser Big Farm Projekt auf der Oberschwarm. Da werden wir dann eher im größeren Stil arbeiten und mit größeren Maschinen. So, also das soll es für die heutige Folge gewesen sein von der Kallebach, dass wir einfach mal wieder einen Überblick bekommen haben, wo wir stehen. Und die nächste Zeit wird dieses Videoprojekt dann auf jeden Fall weitergeführt. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich recht herzlich und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.